Kommt jetzt die Jahresendrallye oder ist die eigentlich schon gelaufen? Die hatten wir im November. Das ist doch die Frage. Und die zweite Frage ist, wer soll jetzt noch kaufen? Denn viele sind eigentlich schon all in. Aber wir haben jetzt eine günstige Saisonalität. Das gibt Rückenwind für die Aktienmärkte. Und dann gibt es ein paar Faktoren, die ein bisschen Gegenwind geben. Wollen wir uns im Einzelnen mal anschauen. Zunächst mal der Rückenwindfaktor. Das ist die Saisonalität. Hier mal Grafiken. Wie schaut es denn aus an den verschiedenen Dezembertagen? Sehen wir 14., 15., 16., 17. durchschnittlich durchaus alle positiv. Und es wird dann schwächer zum 18., vor allem 20., 21. wird dann ein bisschen schwächer. Also normalerweise sind wir jetzt in einem positiven Umfeld und heute war es ja so, oder gestern war es ja so, dass die US-Aktienmärkte, was den Leitindex S&P 500 und den Dow Jones betrifft, noch ins Minus gedreht sind, nachdem wir wieder mal ein Aufwärtsgap gesehen hatten. Das hatten wir heute auch gesehen. Oh Wunder, oh Wunder. Und wir sehen also, es kommt durchaus Unterstützung durch die Saisonalität. Die ist eigentlich günstig. Es gibt aber manche Ausnahmen. Wir sehen das hier im Jahr 2018. Das war das, was da so stark nach unten ging. Da haben wir einen herben Verlust im Dezember erlitten. Das sind hier die letzten, oder das sind die Dezember der letzten Jahre. Damals war es ja so, dass Jerome Powell einen kleinen Kommunikations-GAU gemacht hat, als er sagte, wir sind auf Autopilot, Zinsen gehen nach oben auf Autopilot, Bilanzreduzierung auf Autopilot, das hat man nicht gut vertragen und wir sehen, 2019 war aber dann wieder positiv. In der Regel ist es eher positiv als negativ für jedenfalls. Das ist die Saisonalität. Jetzt kommen wir zu ein paar anderen Faktoren, nämlich naja, wer soll jetzt noch kaufen? Jetzt frisch rausgekommen wieder die Umfrage der Bank of America und die zeigte, die Cash-Levels, also die Cash-Quoten der großen, großen Portfolio-Manager, die sind jetzt auf 4,0% gefallen. Das ist der tiefste Stand seit 2013. Sagt die Bank of America, oh, das ist ein Niveau, das dann für uns als Sell Signal gilt, also als Verkaufssignal. Jedenfalls sind jetzt die Herrschaften nicht gerade unterinvestiert. Worin sind sie investiert? Hier die Frage dann, vor allem Long Tech ist nach wie vor das große Spiel. Man ist Short im US-Dollar, man ist Long in Bitcoin, sieh da. Man ist Long Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen. Man ist kaum long in Emerging Market Aktien und auch nicht wirklich so long in europäischen Aktien. Also es fokussiert sich wieder auf diese traditionellen Geschichten, long in Tech, long in US Aktien. Das scheint das große Thema zu sein. Wenn wir das mal zusammenfassen, 4% Cash Levels. Wir haben dann auf der anderen Seite jetzt eine Übergewichtung von Small Caps. Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, über 30% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Und das bei der Qualität, die in diesem Index enthalten ist. Wir sehen, dass 87% der Befragten erwarten, dass wir höhere Anleiherenditen sehen, Renditen für Staatsanleihen und man ist eben vor allem Long Tech und Short im US-Dollar. Das sind die Most Crowded Trades. Das sind also die Trades, die am meisten offenkundig frequentiert sind. Und vor allem, man erwartet sich geradezu Wunderdinge. Hier sehen wir mal Corporate Earnings Hope, also das, was die Fondsmanager sagen, naja, wie schaut es denn aus mit den Unternehmensgewinnen? Werden die nach oben gehen oder werden sie nicht nach oben gehen? Und hier sagen so viele wie noch nie, sie werden nach oben gehen. Vaccine Hope, also die Impfstoffhoffnung, die führt zu solchen Resultaten und 70% der Befragten sagen auch noch, ja, pass auf, wir sind in einer neuen zyklischen Aufschwungphase. Jetzt stellt Jeroen Blokland die vielleicht berechtigte Frage, vielleicht ist das noch die alte Phase, nur kurz und hart unterbrochen durch die Corona-Geschichte. Wenn dem so wäre, dann wäre die Antwort vielleicht etwas weniger günstig, aber wir sehen, dass also eine immens positive Erwartung hier ist und diese positive Erwartung, die drückt sich auch aus, eben in massiver Investition, vor allem Small Caps, vor allem Tech-Werte. Darin ist man stark investiert. Das ist das große Thema. Also stellt sich die Frage, naja, wie viel ist eigentlich noch da an Pulver, an Mitteln, die dann nochmal reingebuttert werden können, damit diese Jahresendrallye jetzt noch stattfindet. David Rosenberg weist auch darauf hin, ja, guckt mal hier.
Anfang 2019, da waren die Gewinnerwartungen so hoch wie jetzt in den optimistischen Szenarien für 2022. Aber der Aktienmarkt ist über 40% gestiegen in der Zeit, obwohl die Gewinnerwartungen nicht gestiegen sind. Faktisch sind ja die Umsätze gefallen, sind die Gewinne gefallen, aber alles wird in die Zukunft projiziert, weil man sagt, mit Impfstoff kommt ein neuer Zyklus, kommt Riesenaufschwung, kommen ganz tolle Zeiten, kann sein. Muss aber nicht sein, ist eben die große Frage, ob das wirklich passiert. Insgesamt sind wir jetzt, man merkt das heute schon so ein bisschen in den Sprüngen der Future-Kurse zum Beispiel, sehen wir schon sehr, sehr dünne Liquidität. Die Liquidität insgesamt, was den Future-Markt betrifft, der hier abgebildet ist, ist sehr, sehr gering. Also es bedarf nicht viel, um die Märkte so ein bisschen in eine Richtung zu drehen. Und genau das ist in den letzten Wochen, Monaten immer wieder passiert. Hier nochmal der Unterschied zwischen Overnight Session, also praktisch nach Kassaschluss der Wall Street, 22 Uhr deutscher Zeit, und Voreröffnung Kassamarkt Wall Street vor 15.30 Uhr, also eine riesen Differenz zwischen dem, was dann danach passiert und davor passiert und dann das passiert, was also während des US-Handels stattfindet. Ähnliches Muster heute wieder, wir eröffnen mit einem super schönen Gap, Bums. Und dann geht es erstmal wieder nach unten, nachdem sozusagen die Lorbeeren schon eigentlich eingepreist sind. Sven Hendrik sagt hier, Gap Futures up overnight and unload your supply to retail. Also verkauf dann deine Aktien, die du vorher noch hast, schön hochzuckeln können, eben an die Privatanleger. Sie kaufen sie dir dann ab. Jetzt haben wir morgen ja die FED-Sitzung. Sind jetzt vielleicht, naja, vier große Themen noch. Vor Weihnachten, wir haben jetzt die letzte Handelswoche, die komplett ist. Nächste Woche dann ja mit Weihnachten schon, dann nur Montag bis Mittwoch. Übernächste Woche auch nur bis Mittwoch. Also jetzt die letzte, so richtig ernst zu nehmen, der Handelswoche. Morgen zunächst mal die Fed. Was wird da erwartet? Große Frage. Dann haben wir das Thema großer Verfall am Freitag. Das ist dann die zweite große Frage mit eben der Frage, naja, was passiert mit diesen extremen Call-Beständen, vor allem auf Aktien? Die müssen ja normalerweise aufgelöst werden oder man rollt sie dann nochmal in die nächste Laufzeit rein. Aber die Broker mussten sich ja abhatchen. Die mussten dann das Underlying kaufen, zum Beispiel eine Tesla-Aktie, um sich eben abzusichern. Wird das rückabgewickelt? Ist das schon am Montag, am gestrigen Montag passiert? Vielleicht eine Erklärung, warum dann die Kurse doch noch gefallen sind, warum der VIX so stark gestiegen ist. Der VIX ist ja die Wohlererwartung für die S&P 500 Aktien in den nächsten vier Wochen. Und viele Broker sichern sich auch ab, dadurch, dass sie Short-Positionen im VIX eingehen, wenn zum Beispiel Call-Optionen auf dem Index oder auf einzelne Aktien hier gekauft werden von Privatanlegern. Und möglicherweise ist das eben ein Phänomen, dass diese Absicherungen aufgelöst werden, dass dann also praktisch jemand, der auf fallende Wohler setzt, der setzt faktisch ja in der Regel auf einen steigenden Aktienmarkt, dass der diese Absicherungsposition shortwegs aufgelöst hat. Wie auch immer, wir sehen, dass die Financial Conditions so extrem lax sind und dann ist eben die Frage, was wird die Fed da machen? Wird sie dann nochmal einen draufsetzen in diese ohnehin schon extremen laxen Konditionen? Das ist die erste Frage. Und dann haben wir vielleicht noch die Einzelhandelsumsätze jetzt in dieser Woche und wir haben natürlich die große Stimulusfrage dazu gleich noch mehr. Was haben wir noch? Wir haben natürlich dann aufgrund dieser laxen Politik, Geldpolitik, ein massives Ansteigen der Zombie-Unternehmen. Das sind jetzt in den USA so 16-17%, die also nicht mal ihre Kreditkosten verdienen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass weit über 80% dieser Firmen auch Zombie-Unternehmen bleiben, also eigentlich keine langfristige Chance haben am Markt, aber sie werden durchgefüttert, eben durch diese Null- und Negativzinspolitik. Damit kann man dann irgendwie noch überleben, wie es aussieht. Und überleben müssen auch die Amerikaner. Hier sehen wir mal Household Income in den USA und wir sehen, wie großartig das gewesen ist in der Corona-Krise. Es ist dann immer mehr runtergegangen. Und jetzt muss eben der nächste Stimulus her, sonst werden die Amerikaner vielleicht weniger konsumieren, denkt man sich. Und für diesen Stimulus ist die US-Politik zuständig. Wir werden sehen, ob dabei was rauskommt. Und jetzt ist es offiziell, nicht nur das Electoral College hat ja gestern Biden zum President-Elect ernannt, sondern heute auch der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell. Our country has officially a President-Elect and a Vice President-Elect, hat er heute gesagt.
Wie viele Kommentare waren auf meine Videos? Der Fugmann hat gar keine Ahnung. Natürlich wird Biden nicht Präsident. Natürlich bleibt Trump Präsident. Manchmal ist es vielleicht nicht so schlecht, die Realität auch dann wahrzunehmen und nicht zu meinen, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Es ist eben letztendlich so, dass auch konservativ dominierte Gerichte wie der Supreme Court eben diese Klagen der Trump-Administration abgewiesen haben. Es hat also zu nichts geführt. Und wir sehen dann hier einen Tweet, den Donald Trump in seinem Twitter-Account retweetet hat. Der Präsident sollte praktisch immer dann auch eine Pressekonferenz abhalten, wenn Biden gesprochen hat und sagen, ich bin der wahre Präsident und der Gewinner. Kann mir vorstellen, dass Trump das sogar macht. Destroy his lies every single time. Also da lebt man noch in dieser Welt. Und das ist eben die große Gefahr. Jetzt ist diese Verschwörungstheorie, wir haben einen illegalen Präsidenten, die Wahlen waren gefaked. Eigentlich haben wir doch viel mehr Stimmen bekommen, jenseits der Frage, ob sozusagen die strukturelle Situation, Demografie etc. für die Demokraten spricht. Nicht, dass ich die besonders liebe. Ich weiß nicht, ob es wirklich besonders gut ist, wenn Joe Biden Präsident ist. Wird man sehen. Jedenfalls ist es eben nicht der Weltuntergang und es wäre natürlich für alle gut, jetzt dieses Wahlergebnis mal anzukennen, so wie es alle anderen vorher auch gemacht haben, die knapp verloren haben. Donald Trump hat ja damals 2016 von einem Erdrutschsieg gesprochen, aber es war genau dieselbe Wahlmännerverteilung wie eben jetzt, nur andersrum. Da war es also ein Erdrutschsieg für ihn, obwohl die Zahl diesmal andersrum war, ist ein bisschen schwierig. Und was haben wir noch? Wir haben jetzt eben diesen Stimulus, das ist die große Geschichte noch. Das wird wichtig. Kommt der noch vor Jahresende, dann hätten die Chance, wäre die Chance größer für eine Rallye. Aber die Republikaner sagen, okay, maximal eine Billion. Und was das Problematische daran ist, dass sie sagen, ja, entweder wir geben den Leuten Stimulus-Schecks, machen also Helikoptergeld, wie wir das gemacht haben bis Juli, oder wir helfen den Bundesstaaten. Und das ist natürlich eine zwicklige Geschichte für die Demokraten, für die US-Demokraten, denn die brauchen ja unbedingt diese Hilfen für Lokalverwaltungen und Bundesstaaten, weil es vor allem demokratisch regierte Großstädte sind, die hier große Probleme haben finanziell. Und das ist das große Thema, ob man sich da wirklich einigen kann. Die Zeit läuft ja ein Stück weit davon. Man muss jetzt auch dann gucken, dass man einen Shutdown verhindert, einen Government Shutdown. All diese Themen spielen da eine Rolle. Also es ist letztendlich vielleicht so, wie Heather Long sagt, diese ganze Erholung ist im Grunde eine Zombie-Recovery. Das ist keine echte Recovery, das ist eine künstlich stimulierte, die sofort in sich zusammenfallen würde, wenn da nicht die Luft ständig reingeblasen würde. Was haben wir noch? Wir haben Corona-Lockdown hier in Deutschland. Jetzt hat mein allerbester Freund Marcel Fratscher, mit dem mich vor allem die üppige Haarpracht verbindet, der hat gesagt, okay, nach unseren Berechnungen wird dieser harte Lockdown jetzt die deutsche Wirtschaft 60 Milliarden Euro kosten oder 1,8% des BIPs im Jahr 2021, aber nur, wenn der eben dann auch wirklich Ende Januar endet. Wir werden sehen, ob das der Fall ist. Und abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache. Sie können bei finanzmarktwelt.de, indem Sie finanzmarktwelt.de/Newsletter hier in den Browser eingeben, den Newsletter abonnieren. Da werden wir vor allem einige Artikel bringen für diejenigen, die arbeiten und sagen, okay, was waren so die Highlights heute bei Finanzmarktwelt? Könnte das interessant sein? Und vor allem, man kann 5x 100 Euro in bar gewinnen, meine Damen und Herren. Also das wäre doch praktisch was für Weihnachten. Nein, das kann man dann praktisch nochmal auf den Kopf hauen, wenn Sie der Glückliche sind, der da gewinnt. Also, das ist mein kleiner Appell am Schluss. Newsletter von Finanzmarktwelt ist immer eine gute Geschichte. Und ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Abend oder Feierabend oder was auch immer. Und sorg Servus und ciao.